Den nächsten Film haben wir ebenfalls auf dem Filmfest Braunschweig gesehen. Und wie Sie vielleicht an meiner abweisenden Körperhaltung erkennen können, nicht gerne. Ich mag diesen Film nicht. Und eigentlich möchte ich Ihnen ja auch viel lieber Filme vorstellen, die ich gut finde, die ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte. Aber dieses Mal möchte ich Sie warnen. Vor Wann kommst du meine Wunden küssen? Vor Jahren hat der DJ Jan seine Freundin Maria mit Laura betrogen. Mittlerweile haben die beiden den Moloch Berlin hinter sich gelassen. Sie leben als Landwirte im Schwarzwald. Doch ihre Vergangenheit holt sie ein, als die Regisseurin Maria zu Besuch kommt. Wie läuft's denn so in Berlin? Super. Ja? So viel zu tun. Du lachst mit der. Du hast Spaß mit der. Mit mir lachst du nicht. Ja, die schreit mich nicht an. Ja, vielleicht deswegen. Ich hab's Gefühl, du meinst mich nicht. Ich hab's Gefühl, du wärst eigentlich lieber bei Maria geblieben. Kunstmenschen nach der Kunst, nach der Jugend. Wir beobachten sie, wie sie sich selbst beobachten. So viele Jahre irgendwelches Zeug gemacht, wo ich so dachte, dass wir jetzt Leute cool finden, was man machen muss. Tatenlos müssen wir zusehen, wie Maria, Jan und Co. vor Problemen weglaufen, aufeinander zu und doch aneinander vorbei. Und das ist ungeheuer ermüdend. Zwischendurch gibt es mal Musik zu hören, die Jan für niemand anderen produziert als sich selbst. Es ist immer noch Techno, aber nun wird er nicht mehr vom Berliner Beton, sondern vom winterlichen Schwarzwald inspiriert. Es bleibt kalt. Bilder wie diese deuten einen Moment der Reflexion an, charakterlichen Wachstum, der schon längst überfällig ist. Doch der kommt nie. Wir gehen im Kreis. 3, 2, 1. Konflikte bleiben ungelöst. Fehler werden wiederholt. Meine Lederjacke. Mein Haus. Mein Mann. Jetzt noch meine Zigaretten. Hier noch mein Feuer. Die Figuren hintergehen einander, unterdrücken ihre wahren Gefühle. Katharsis gibt es keine. Das Potenzial einer wirklich ausgereiften, cleveren Nabelschau bleibt auf der Strecke. Die Berlin-Bubble hat nicht mitbekommen, dass sie geplatzt ist. Und sie sticht immer weiter auf sich selbst ein. Du kannst nicht immer alles kaputt